Okay. Das zählt jetzt als gerettet. Das hier sieht genauso aus wie bei dem Kirschbaum, ne? Ich meine, vielleicht ist es ja auch das gleiche Zeug. Oh, neue Zeitung. Train Icarus. Icarus in Flammen, 23. Oktober. Das Luftschiff, das jahrelang den Himmel von New York geschmückt hatte, stürzt über den Straßen von Brooklyn ab. Dank des mutigen Einsatzes der Polizei konnte der Schaden auf ein Minimum beschränkt werden. Die Ursache dieser schockierenden Katastrophe bleibt unbekannt. Inoffizielle Quellen gehen davon aus, dass es zu einem Ausfall und einer Explosion des Hauptmotors gekommen sein könnte. Eine Liste der potenziellen Opfer auf Seite 2. Zunehmende Unruhen. Das umstrittene Gesetz, das die gebührenfreie Körpernutzung ab 20 Jahren erlaubt. Und das fehlende Veto des Präsidenten werden Auswirkungen haben. Die von uns durchgeführte Straßenumfrage zeigt deutlich, dass sich mehr als 80% der New Yorker von den Machthabern betrogen fühlen und das Vertrauen in sie völlig verloren haben. Kann diese wachsende Unruhe besänftigt werden? Lesen Sie mehr dazu auf den Seiten 3 und 4. Die gebührenfreie Körpernutzung, ich glaube eher, das soll bis 20 Jahre heißen, weil ab 20 Jahre wäre doch eigentlich gut, oder? Das heißt, man müsste quasi, bis man 20 ist, Gebühren zahlen und danach nicht mehr. Wetter. Der Wetterdienst sagt eine starke Luftverschmutzung, intensive Verfahren zur Dekontaminierung und ein Sturm mit saurem Regen vorher. Bleiben Sie, wenn möglich, zu Hause. Na klar, die Polizei sagt jetzt, man soll drinnen bleiben und das Wetter sagt dann zufällig auch noch, ja, bleib mal lieber zu Hause. Wer soll das denn glauben? Lügenpresse, Lügenpresse! Entschuldigung. Hat sich nichts geändert? Nö. Ja, ich will mal Escape drücken. Ah, da zeug ich da einfach immer noch. Ein schönes Bäumchen. Mir tut der Arsch leider immer noch sehr weh. Oh, ich habe hier ein bisschen randaliert, wie mir scheint. Ich brauche unbedingt einen neuen Bürostuhl, Alter. Boah. Boah, der ist jetzt echt durchgesessen. Bestimmt eine gute Idee, jetzt so einen Synchro-Test zu machen, ne? Logged. James Kara. Welcome back. I'm starting the synchro test. Please take a deep breath and imagine a safe space. Feel the ground under your feet. Excellent. Very literally, but perfect. Please select a seat. Ich soll mich hinsetzen? Das Auswirkungen, wo ich mich jetzt hinsetze? Our own death is a difficult experience that we naturally repress from consciousness. In order to enable smooth functioning in the new body, we need to remember the last moments of our lives and together face the trauma of the last. Entschuldigung, es wäre schön, wenn ihr nicht immer so scheiße laut hier reinplatzen würdet. Ja, ich arbeite hier raus. Nee. Du nicht. Du hast hier gerade voll reingequatscht und störst hier gerade. Last death. Yes, I know. I'm sorry. Before we get to the point, please recall the first death. It was just an injury. I just changed my body. And my old shell went to the Hall of Fame. It looks pretty good there. Please start calibration process. Was? Ich soll mich jetzt kalibrieren, okay. Achso, weiter weggehen. Calibration successful. Thank you. Let's go to the memories. It's time to confront them. Proceed to the next stage. Wie ich hier eigentlich, warum musste ich mich jetzt hinsetzen? Weil ich dann sowieso wieder aufstehen muss. The key to synchronization is the ability to put the past into perspective. Please try to do this. You are at the peak of your abilities and career. Mm-hmm. Have you thought about buying a Synchro Plus program? Thanks. I can't afford it. No worries. Common tests work just as well.
Please, continue. Okay, Schatz, ich muss jetzt hier hoch. Nicht runterfallen. A new body? A new chapter in life? I had no choice. I didn't synchronize with the new shell like I did with my original. Positive rate threshold is 80%. And maybe for you. In sports, a fraction of every percent counts. Excellent. You found a new purpose in life. Was denn? E-Mail schreiben oder was? Füße hochlegen, okay. Finding yourself in a new reality is a huge challenge. Turns out I have a knack for this job. Do you miss your job? You don't even realize. Let's move on to the last death event. Da war irgendwas von einem Zug. Mehr weiß ich aber auch nicht. Glaube ich. Und der Irre mit dem Zug vor allem. Was ist das für ein Zug, Alter? Der Zug hat einen Schwanz. It seems that the complexity of the trauma will not allow us to continue. I can handle it. Synchronization is a process, not an act. Try to isolate minor events using all your senses, or stop and extend the recovery period. No. I'll remember. I'll get it from my memory. Some shine, grease, burn, and... Excellent. Seriously? Oh ja, da. I had a chance to hit him, but my gun jammed, even though I cleaned it the day before. Who did you want to hit? All I remember is we were on a mission, me and Seth. Auch kein Hinweismodus, danke. Powerful explosion. I think it derailed the train. My ears were ringing and... Fuck! I don't remember. What about Seth and the one you were chasing? Can you focus on them? I'll try. So many bodies. I had to get him. Dispense justice. The bastard kept eluding me. Okay, here we go. He got hit hard. But this... James, do you blame yourself for what happened to him? We got a lousy job. He knew the risks. But I was his partner. He relied on me. Okay, aber ihr seid ja beide gestorben. Nur aus irgendeinem Grund hat er keinen neuen Körper bekommen. Unstable simulation. We'd better stop for today. All right? Now? When do I get a chance to pass the damn test? I won't let this go.
I can't. I'll finish it, and I'll be back where I belong. Attention. Dynamic element detected. Der sieht doch aber jetzt genauso aus wie wir. Müsste der nicht anders aussehen? James, it's dangerous. It could be projection, not recollection. Tja, damit ist Wahlen durch. What projections? This is my fucking window. Ja, aber nicht, dass du jetzt da wirklich rausspringst oder so. An diesem Tag? Kann mich nicht bewegen. Unsere Frau, die we recommend staying home. Your mental state is very strained and you need time to recuperate. How long until I'm back to work? From 9 to 12 months. Estimates may change. Fuck! Hey, Alexa kann doch jetzt auch nichts für, ja? Sarah, fucked up. I don't know how to say this, but I think I'm admitting guilt. What happened? Is everything all right? What have you done? I can't do anything. I have no chance to go back. James. No. I'll finish the case. I won't leave it like this, but I won't drag you down with me. I'm sorry for earlier. I'll cover all traces. I can't drag everyone down all the time. You didn't deserve it. Phew. Wow, that's very kind of you. Excuse me? You're such a drama queen sometimes. What did you think? I'd leave it like that? I'll leave you with it? I have a few leads to discuss. Really? You think you're the only person in this town who wants to know what's going on? Let's get busy then. Sache, ich mag die. Okay, wir dürfen wieder Beweise sammeln. Oder beziehungsweise zusammenstellen und Schlussfolgern. Das Luftschiff. Where do we start? Since the Zeppelin crashing into the building right after Green's death is more than just a lucky break. Lucky? For us. Definitely not for them. You know exactly what I mean. Let's start with the connection between the Green case and the Icarus shooting. Okay. Was haben die beiden Fälle gemeinsam? Miller? Nee. Ich würde sagen, darüber machen wir uns nach einer kurzen Pause Gedanken. Ich hoffe, ich kann hier so raus. Ja. Und sehen uns nach einer kurzen Pause wieder. So, da sind wir wieder. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn das Spiel jetzt nicht gerade ein abruptes Ende nimmt, dann werden wir mit den 5 Stunden nicht mal annähernd hinkommen. Also ich habe eine Steam-Bewertung gelesen. Es gibt noch nicht viele. Das Spiel kam ja, wie gesagt, gestern erst raus. Es gibt, glaube ich, 17 zu dem Zeitpunkt, wo ich gelesen habe. Die waren alle positiv, bis auf eine. Und diese eine habe ich mir natürlich durchgelesen, weil die positive interessiert mich nicht, weil wenn alles gut ist, das brauche ich nicht lesen. Aber ich wollte mal gucken, was der Typ zu schreiben hat oder die Frau oder der User, der da negativ bewertet. Und derjenige hat geschrieben, der hatte so 4 Stunden gespielt und hat in der Zeit 4 Fälle untersucht. Hier und da ein paar Bugs. Das Design, dafür, dass die Zukunft sein soll, kann er nicht verstehen, aber es ist halt immer ein Cyberpunk-Design. Und es gibt wohl 5 Fälle, die man untersuchen kann. Das heißt, er ist nach 5 Stunden durch. Jetzt frage ich dich aber. Also der hat übrigens eine negative Review geschrieben, derjenige. Also der User. Jetzt würde ich aber gerne mal wissen, ganz ehrlich, wie hat der das Spiel gespielt, Alter?
Wir sind jetzt bei 4 Stunden und 15 Minuten. Reine Spielzeit. Reine Spielzeit insofern, weil wir seit 5 Stunden streamen. Aber 4 Stunden 15 geht die Aufnahme. Das heißt, wir haben 4 Stunden 15 Minuten reine Spielzeit bisher gehabt. Und wir haben ja gerade 2 Fälle untersucht. Und da haben die noch nicht mal abgeschlossen, weil wir sind gerade noch hier jetzt beim Beweise und Bericht zusammenstellen für den zweiten Fall. Das heißt, er hat sich quasi nichts vom Spiel angeguckt. Hat nichts gesehen. Hat überhaupt nicht mit dem Spiel. Ist einfach nur rein und hat gemacht, jo, mach ich mal, zack, 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 alles angeguckt. Hier den Fall gelöst oder zusammengestellt, einen Bericht geschrieben und weiter. Und hat wahrscheinlich auch noch alle Cutscenes übersprungen oder so. Keine Ahnung. Und dann schreibt man in der Negative Review, sorry, da bin ich ganz ehrlich, Alter. Da muss man sich, also das ist für mich ein Grund, so einen Scheiß zu löschen. Ohne Witz, das kann ich überhaupt nicht ernst nehmen. Ich hasse, was stimmt denn mit den Leuten nicht? Oder vor allem mit dem. Der ist ja ein Oberspacken, der Typ oder die Frau oder was auch immer das da sein soll. Ich habe gerade einen richtigen Hass auf den Spieler, Spielerinnen. So, die Spur verschwindet. Was haben Greens Fall und die Schießerei in der Icarus Plus gemeinsam? Ich wollte das jetzt nur mal erwähnt haben, ne? Dass man muss halt immer, ganz ehrlich, Leute, wenn ein Spiel für euch interessant aussieht, sei es vom, ich sag mal, Thumbnail auf Steam oder von der Beschreibung, um Gottes Willen, lest bitte keine Reviews. Die sind so nichts aussagen. Vor allem nicht die negativen. Die positiven sind wahrscheinlich, können genauso scheiße sein. Ne, habe ich ja schon öfters mal erzählt. Ne, ich habe mal eine Review gelesen. Da hat einer nach mehreren hundert Stunden Spielzeit gesagt, ja, Spiel scheiße. Wo ich mir denke, okay, 300 Stunden Spielzeit und dann fällt dir auf, das ist kacke. Ne, komm, um Gottes Willen, lest keine Reviews. Überhaupt nicht. Wirklich nicht. Ihr könnt gerne Produkttests lesen oder so ein Scheiß, das mache ich auch. Aber wenn es geht von irgendeiner unabhängigen Seite. Aber lest keine Reviews, vor allem keine Game Reviews. Weil zum einen sind Spiele ja immer subjektiv. Und zum anderen siehst du ja, wie viel Scheiße da drin ist. Das sind einfach Leute, die haben, glaube ich, keine anderen Hobbys. Oder das sind ganz, 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 ganz traurige Individuen, denen eigentlich geholfen werden muss. Im Zweifelsfall mit einem Kopfschuss. Tut mir leid. Nee, tut's eigentlich nicht. Ist einfach so. Ist einfach so. Weil, sorry, also, weiß ich nicht. Durch das Spiel durchrushen und dann sagen, ja, das waren nur 5 Stunden. Hä? Bist du irre? Also ich komme hier locker. Sag mal, wir sind jetzt beim zweiten Fall und haben ungefähr 2 Stunden pro Fall gebraucht. Wenn jetzt noch 3 kommen, dann kommen wir locker auf 10 Stunden. Nee. 2 Stunden pro Fall. 10 Stunden, ne? 4? Ja. Kommen wir auf ungefähr 10 Stunden. Also das Doppelte von dem, was der Spacken da angegeben hat. Also, sorry, du kannst jedes Spiel schnell beenden. Ich meine, zieh dir Far Cry rein. Wenn du da am Anfang des Spiels sitzen bleibst und einfach das machst, was der Bösewicht von dir will, dann ist das Spiel in 10 Minuten durch. Dann kannst du auch eine schlechte Review zu schreiben und sagen, ich habe das Spiel nach 10 Minuten beendet und dafür 60 Euro ausgegeben. Naja, alles scheiße. War ja nichts mit hier. Gameplay und so gar nicht vorhanden. Hey, Junge, Alter, spiel das Spiel auch richtig, so wie es vorgesehen ist. Man muss sich schon in der Welt hier umgucken. Ich meine, die ist wunderschön designt. Das, vor allem in der Engine, das sieht einfach großartig aus. Und der rusht da so durch, am besten noch so, und klickt einfach wild rum oder wird schon irgendwie passen. Verstehe ich nicht. Sorry. Oder bin ich zu langsam? Kann ich mir aber nicht vorstellen. So, jetzt aber. Nee, das haben die nicht gemeinsam. Zeichnung eines Gebäudes. Jede Form der Identifizierung wurde entfernt. Kann ich mich nicht dran erinnern, aber okay. Chief Steiners Vertrauensperson, ein Profi in diskreten Arbeiten. Agent Dean. Nee, haben die auch nicht gemeinsam. Pläne zur Absenkung des Alters. Haben die auch nicht gemeinsam, die Fälle. John Park, Politiker und Teilhaber einer bekannten Firma. Frühe Beweise deuten darauf hin, dass er Greens Freund war. Das könnten die gemeinsam haben. Weil er war da. Kolev nicht identifizierbare Substanzen im Blut hatte. Etwas Vergleichbares gab es in keinem der anderen Körper. Okay. Gehört der berühmten Psychologin. Das hätten die auch gemeinsam.
Schlangensymbol auf dem Safe sowie die Daten der Ereignisse, die sich in der Icarus abspielten. That damn snake again. It looks fresh this time. Probably made on the day of the massacre. 22.10.2329. Jetzt müsste ich das andere nochmal sehen, ne? Q und E. Ne, okay. Also das haben die auf jeden Fall gemeinsam. Only the date on Green's tree was carved long ago. The one on the safe was done yesterday. Sarah, they must mean something. Das auf jeden Fall. Das Symbol auf dem Baum und dem Safe. Und schon wieder die Daten, eins davon frisch, das andere schon sehr alt. Ja, was haben die miteinander zu tun, ne? Aber ja, die haben damit auf jeden Fall. Andere schon sehr alt. Wie sind sie verbunden? Na, eigentlich durch Kovalev, ne? Travis Colette. Ein Bauunternehmer mit einem bestickten Taschentuch. Besitzer mehrerer Wolkenkratzer, darunter Greens Wohnkomplex, ne? Der Politiker hat sich vor jemandem gefürchtet. Er konnte nicht länger mit seinen Plänen warten. Er hatte eine letzte Bitte an Kovalev, sein Werk zu vollenden. So the watch with a photo was an evidence of a friendly quarrel between Kovalev and Green? They were obviously very close. Falsche Fährte. Mit dem Safe. Schon wieder die Daten. Eins davon frisch. Ja, ey. Wo riecht hier Müll rein? Miller. Was haben die beiden Daten miteinander zu tun? Vielleicht das? Der Schal. Okay. Kovalev hat den letzten Willen eines Freundes erfüllt, der den finalen Tod starb. Wollte er die Welt selbst verlassen? Deuten das Symbol und das Datum darauf hin. Das ist ja, das Symbol ist ja eine Schlange, die ihren eigenen Schwanz frisst. Also quasi ein Kreis, ne? Ein ewiger Kreis. Haben die zusammengearbeitet? Wollten die beide diesen ganzen Scheiß vielleicht beenden? Was the toxicology of the rest clean? Well, I wouldn't say that, but it was normal for this social class. Sarah, do you have access to the CTC registers? Just checked. Kovalev's Icarite never made it there, which means that this is another... This is another final death. They both left this world, and they left behind quite a mess. Do you think they managed to carry out the plan from Green's letter? All we know is they gave their lives for it. Could anyone here know Green and Kovalev were up to something? Damned good question. Let's check. Also bis jetzt sieht's ja danach aus. Aber wir hatten noch Kovalev in Verdacht, dass er Green getötet hat. Jetzt scheint es aber doch ein Selbstmord gewesen zu sein. Oder wollte er vielleicht von Kovalev getötet werden? Hat er gesagt, pass auf, du tötest mich, final? Hat diesen Scheiß gesoffen vielleicht? Oder sah es vielleicht doch nur so aus? Vielleicht hat er selber den Scheiß gesoffen und ist dadurch, hat dadurch halt Anfälle bekommen.
Und hat sich dann erstmal selber mit dem Kopf ein paar Mal auf den Kopf geschlagen. Und ist dann hoch und hat sich selbst aufgehangen. Noch mit der Bitte an Kovalev, das Ganze zu beenden. Also der hat ja wahrscheinlich versucht, da oben eine ganze Reihe Leute auszuschalten, die alle in diese ganze Körperscheiße involviert ist, ne? Eine Substanz in Kovalevs Blut muss Gift gewesen sein, genau wie bei Green. Kovalev führte seinen Plan aus und endete wie Green. Jemand wollte sie aufhalten oder zu etwas zwingen. Sie starben aufgrund eines größeren Plans. Also Kovalev scheint für den Unbekannten mit dem Fremden zusammengearbeitet zu haben. Könnte jemand gewusst haben, dass Green und Kovalev etwas planen? Ja, die... The famous psychologist back in the circle of suspects. More on the periphery. Ja, aber sie ist die einzige Verbindung zu beiden Orten, ne? Und Park. Aber Park hat's ja selber auch erwischt. Salma again. She might have known something. Would Kovalev have let her go then? She could pull strings. All the more reason for Kovalev to take her down, right? Ja, aber nicht, wenn sie auf Kovalevs Seite ist. Travis? Hat damit nicht viel zu tun. Ja, vielleicht, ne? Crisp. Was that laughter? No. On one hand, he was just a pawn. You mixing game metaphors? Hey, people say that. Never mind. You're right. Nee, okay. Oh, ist das neu? Ach nee, das gehört dazu. Okay, könnte jemand davon... Miller. Er vielleicht. Zeichnung der elektrischen Installation eines Gebäudes. Jede Form der Identifizierung wurde entfernt. Chief's errand boy. I wonder how big his stable was. As the chief's trusted man, he must have known about Green's death. Just what was he looking for here? Das ist eine gute Frage. So, es ist kein Zufall, dass er hier auf einen Drink vorbeikam. Als Cop und Liebling des Chiefs wusste er von Greens Tod. Was wollte er hier? Vielleicht hat der Park verfolgt. Ne. Okay, Park hat er nicht verfolgt. Dann würde ich sagen... Da war ja der Koffer, ne? Dann die Pläne. Shit. Too many copper phase conductors with polyvinyl insulation. What? I really don't know. Sarah, can you check what building this is? How am I supposed to do that? This is just a small section. Oh, I need more to work with here. Okay. Unklare Blaupausen. Er macht einen Deal für Blaupausen für eine Installation in einem Gebäude. Wozu braucht er wie? Und um welches Gebäude geht es? Nee. Hier, der Bauunternehmer. If I